Willkommen zurück zu The Evil Within. Im Hintergrund hören wir eine tickende Uhr und vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir uns hier bei dieser Krankenschwester etwas ausgetobt und unsere Fähigkeiten verbessert. Und jetzt gehen wir ganz triumphierend hier raus. Wo ist der Spiegel? Da ist der Spiegel. So. Wir haben nämlich in der letzten Folge etwas gemeistert, ja. Also das sah zumindest ganz gut aus, was wir da gemacht haben. So. Hier liegt noch eine Axt. Nehmen wir auch gerne. Wir haben dann nämlich den fetten Fregel, der da angekettet war, erledigt. Ja. Wie ihr hört, hört ihr nichts, gell? Kein Gegrummel mehr, kein ne? Und kein Kettengeklirre. Ja, der ist Geschichte. So, und wir haben auch kaum noch Munition, ja, herrlich. nee, aber wir haben da die Kettensäge aufgesammelt, aber die... Achso, die ist da rechts, guck mal da, wichtige Objekte. Ah, okay, aber die kann ich nicht auswählen, ne? Die wieder rüber! Nee. Ja gut, okay. Dann werde ich die wahrscheinlich benutzen dürfen, wenn wir dann da an dem Tor angekommen sind. Das finde ich schön. So. Hallo, unser Doktor hat sich ja immer noch da irgendwo in einem Dachboden versteckt. Was hängt denn da noch? Ach, noch so eine Statue. Sollen wir die mal da runterballern? Aber doch nicht mit... Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ach, apropos... Ah, ja, Moment. Können wir eigentlich machen. Wir haben ja noch Schrotflintenmunition im Dingens da, bei der Krankenschwester. So, dann können wir auch direkt mal schauen, ob wir nicht nur mal Glück haben, ne? Sehr gut. Jetzt muss ich mal... Ich muss mal die Augen offen halten. Nach diesen Statuen. Weil jetzt, wo ich weiß, wofür die gut sind, sind die ja eigentlich ganz, ganz wunderbar, ne? So. Gehe ich nochmal gerade schnell zur Krankenschwester. Einen Moment. Geht recht flott. Ich baller hier einfach so durch die Türen und dann geht das schon. So. Einmal da rein, bitte. Mein Gott, ist das immer hell! Da. Dach, Liebchen, da bin ich wieder. Haben Sie etwas vergessen? Yep, hab ich. Meine Schrotflintenmunition hätte ich gern. Achso, Lämpchen war schon an. Ist aber dann dafür ziemlich düster gewesen. So, guck mal hier. Oh ja, 6 Kugeln, her damit. Sehr geil. So, und wir haben jetzt noch einen Schlüssel. Welches nehmen wir denn? Welches nehmen wir denn? Hier, da. So. Ist doch eigentlich hinterher auch egal. Super! Dankeschön, 5000, wow. Aber ich will jetzt nicht nochmal an den Apparat da angeschlossen werden, sonst, weiß ich nicht, tut mir der Schädel weh. Wir sparen uns das jetzt lieber. So, Moment, wo ging's zurück? Ach, ich versuche mal diesen Spiegel hier. Der funktioniert doch bestimmt auch, hä? Und hüpf! Wunderschön. Gut. Dann gehen wir hier durch. Und dadurch, dann sprinten wir da hin zum Tor und machen jetzt endlich mal weiter, ja. Wir haben jetzt lang genug hier in diesem Kaff hier verbracht. So, komm her. X. Benzinall. Oh ja, oh, und der Controller vibriert. Oh! Schmeiß die doch nicht fort! Die war doch noch gut! Die hätte man da noch benutzen können? Und was ist mit dem Doktor? Naja, egal. Warten Sie! Hier ah, drüben. Hallo. Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Ja, der müsste kurz vor uns sein. Der hatte ja nicht... Aha. Der hatte ja nicht lang genug Zeit, um zu verschwinden oder sowas, ne? Kapitel 3, überlebt! Yay, Spiel speichern. Komm her. Komm her. Komm her. Hier. Da. Und da. Okay. Sehr schön. Freue ich mich. Ja. Gut, also wir sind jetzt weitergekommen. Das ist wunderschön.
Ich weiß nur nicht, ob das schöner wird noch, ja. Also das mit dem Dorf hier gerade, das war schon ein bisschen anstrengend, ne? Gut, das war ja auch ein ganzes Kapitel, ne? Dieses eine Dorf. Da sind wir ja direkt, nachdem wir da aus dem Fluss gekommen sind, sind wir ja direkt da ins Dorf gekommen, praktisch. Klar, dann hat sich das im Dorf natürlich ein bisschen hingezogen. Deswegen kam es einem wahrscheinlich so lange vor, aber... Ich freue mich, dass es weitergeht. Ja. Schaufensterpuppen sind nie schön. Vor allem nicht, wenn sie die Augen bewegen. Nach links. Und ganz genervt gucken, so... Oh, ne? Okay. Kapitel 4. Der Patient. Mhm. Und die mittlere Schaufensterpuppe hat ihre Pupille nach oben gedreht. Wir haben doch die Kette kaputt gemacht, oder? Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Wir hören wieder Musik. Da! Okay, das ist gut zu wissen. Ich muss mich gerade mal ein bisschen umschauen hier. Erstmal, ja? Herr Doktor, wenn Sie eine kurze Zeit warten, bitte. Dankeschön. Ich will mich erstmal hier ein bisschen umgucken. Was hat der Junge für ein Problem? Hi. Hey, Leslie. Hallo. Hey. Hey. Mach doch nicht die Tür kaputt. Leslie. So, ich mach extra mal ein bisschen langsamer. Genau, deswegen. Okay. Leslie? Wieso kann der nicht einfach mal warten, ey? Hallo? Ein Bett. Da geht's runter in den Keller. Keller sind auch immer schön bei solchen Spielen. Das ist herrlich. So, hier könnte ich mich drin verstecken. Aha. Er ist da runter. Ja, dann gehen wir doch mal mit, hä? Spaßeshalber. Ohne erst dem Bruder Hallo zu sagen von dem Herrn Doktor. Trägt mir hier runter. Ich weiß nur nicht, also ich habe keine Munition und nix, ne? Egal. Umso lustiger wird's doch. Nein, 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 ich wollte da durchgucken. Gut, dann machen wir es eben so. What the fuck? Cool, dass der mir alles nachmacht. Was ist da denn hier? Na komm. Hier gibt's doch das Buch zu lesen, oder? Nee, das leuchtet nicht so. Mach nicht so einen Lärm, Doktor. Wir sind hier sicher nicht alleine. Sagte er und räumt hier... Halt doch mal die Schniss. Sagte er und räumt hier die ganzen Möbel um. Ja, okay. Ich will mich ja erstmal umschauen. Wieso leuchtet das da so? Ah, okay. So. Leslie, dem Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Oh, sehr schön. Was kommt denn da? Hier ist was. Beruhige dich. Etwas Schreckliches. Bleib ruhig. Nein, nein. Du musst keine Angst haben. Ah ja. Ah, warte, LS ist das da. Ach, scheiße. Mann, was willst du denn? Oh nein. Wo bist du? What the fuck, ey? Warte mal, was ist jetzt LS? Das da, ne? Gut. Dann, huch, da bist du ja. Hallo. Ich würde gern LS nochmal wiggeln, aber kann ich nicht.
Warte mal, kann ich den vielleicht hier so? Hallo. Tatsächlich, cool. Etwas Schreckliches. Ja, geil, das hat's jetzt gebracht, ne? Nein. Nein. Ach Mann! Alter, lass mich doch einmal in Frieden jetzt. Oh nee. Entschuldigung, könntet ihr mir vielleicht mal helfen hier? Oh. Unheimlich. Unheimlich. Ja, ja. Nein. Ich weiß. Bleib genau hier. Warte mal. Jetzt mach mal langsam hier, bitte. What the fuck? Mal ganz ehrlich, gell? So, Schrotze. Da. Beruhige dich. Ist eigentlich stumm. Oh, da ist er ja. Ha! LS, jetzt aber. Komm her, du. Komm her, du Sackgesicht. Komm her. Ha! 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 Bleib ruhig. Ja! Nein. Du dreckiger Affekopf! Leck mich! Leck mich! Brenn! Hier zu bleiben. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Ja, lass mich hier einfach sterben. Ist schon in Ordnung. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Eieieiei. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Verdammte Scheiße. Wo seid ihr dann? Bilder. Schön. Schöne Einrichtung. Ja, ja, geil. Jetzt habe ich hier fast alle Munition verballert. Ich habe hier nur noch was für den Revolver. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren. Schrei doch nicht so rum. Oh Gott. Nein. Hallo. Ich hab... Ich hab ein paar Revolverkugeln. Wer zur Hölle sind Sie? Nein, nicht hinterher. Ja, gut, dann nicht. Bleiben wir eben hier. Man sollte ja auf die Doktoren hören, ne? Ha, was haben wir denn da? Schade. Ich dachte irgendwie ein MG oder so. Naja, aber Munition ist auch nicht verkehrt. So, schön. Ja, und alles das, bevor wir dem Bruder von dem Typen da guten Tag gesagt haben, ne? Ich weiß nicht, ob wir das hier nicht zu früh gemacht haben. Aber gut. Doktor? Leslie? Mhm. War ja klar. Also dieser Ruvik... Na, hör mal, was ist da denn hier für eine Sprache? Also dieser Ruvik, der nervt. Um es mal so auszudrücken. Oh, Sackgesicht. Ah! Okay. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Geil, ey. Bis zur Hüfte in dieser Soße. Das ist ja... Na gut. Was geht hier vor? Waren wir auch schon in der ersten Folge, ne? Oder in der zweiten. Da sind wir ja auch schon in so einer Soße gelandet. Ich glaube, hier kann man hoch. Komm mal her. Sehr schön. So, hier ist etwas. Schön, dass sie hier überall Munition liegen lassen. Das freut mich. So, ansonsten ist hier nichts, ja. Meine Taschenlampe hat auch überlebt. Das ist cool. Hat nur so einen leichten Rotschimmer. Hey, droppt it. Was ist da dann hier? Ah ja. Warte mal, wo kam der jetzt raus? Wo kam der denn jetzt raus? Mach nochmal bitte. Hey, eine Statue. Schnell hin. So. Da gehe ich sogar freiwillig hier wieder in die Sutsche. Kein Problem. Ich will diese scheiß Statue haben. So.
So, wunderbar. Ein Schlüssel. Danke sehr. Okay, ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Danke. Boah, ey, wie das alles glibbert, ne? Und matscht und... Nee, duck dich doch! Na gut, wir haben es überlebt. Wieso kann er sich nicht ducken, wenn er bis zur Hüfte in dieser Soße drin steckt, hä? Hä? Echt, ey. Warte, da war noch was. Nicht so schnell. Hier. Dankeschön. Da ist noch ein Schalter. Kannst du da drüber klettern? Wahnsinn. Okay, zeig mal. Ah ja. Okay. Und eine Falle. Aber die geht bis ans Ende des Raumes. Hier ist noch eine Harpune. Voll. Aha. Da ist eine Leiter. Ja, wo endet denn jetzt hier die Falle? Zeig mal. Die müsste doch... Ja, macht nichts, wenn du da runterfällst. Och, Kerl. So, kann ich dich hier entschärfen oder wie ist das? Nee? Warum nicht? Ich würde dich gerne aber entschärfen. Naja, dann nicht. Okay. Da durch die Tür würde ich nachher gehen. Erstmal möchte ich hier durch die Sutsche nochmal warten und dann da die Leiter hoch. Wo auch immer wir jetzt hier sind. Keine Ahnung. Komm, mach mal voran jetzt hier. Gibt's hier sonst noch irgendwas Spannendes? Ich glaube ja erstmal nicht. Na komm, gehen wir mal da hoch. Gucken wir uns da ein bisschen um. Aha. Einfach mal überall gegenschlagen. Das funktioniert schon. Tja, und jetzt? Welchen Zweck hatte diese Leiter? Na gut. Komm, mach mal auf hier. Okay, und da ist die andere Tür, ja? Alles klar, dann brauche ich da also nicht mehr zurückzugehen, um zu gucken, was das ist. Da ist eine Falle. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Glück. Boah, die werden auch immer kleiner, kann das sein? Okay, schön. Was ist da? Okay, was Schönes, Explosives. Das ist Wahnsinn. Hier ist ein Loch. Okay. Dann müssen wir wohl sprinten und dann springen, hä? Huh! Schön. So, was passiert jetzt? Aha. Ich habe das Gefühl, für irgendwas werde ich den noch hier brauchen. Ja. Wieso hebst du das Teil nicht auf und trägst es? Statt es so zu treten. Nicht, dass das, weiß ich nicht, das könnte ja irgendwas Empfindliches sein, ne? Oh mein Gott. Das ist jetzt dein Ernst, ja? Komm, nochmal. Oh je. Und nochmal. Und nochmal. Komm her. So. Okay. Und jetzt? Hallo? Achso, hier sind wir hingekommen. Ja, und weiter? Wo müssen wir die jetzt verwenden? Ah.
liebe ja so Rätsel, vor allem in so einer tollen Umgebung, ne? So, zeig mal hier. Genau. Ah, da geht's noch hoch. Warte mal, ich schau mich da mal um. Wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann weiß ich ja, da muss ich die verwenden. The fuck? Oh nee, komm, hüpf da hoch. Oh nee. Nein. Komm, hüpf doch da hoch. Dankeschön. So. Boah, das ist ja sogar ein Fetter! Oh nee! Ups! Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Mach nochmal! Schnell! Na ehrlich. Und der Leichenberg wächst, ja. Ja. Oh mein Gott, ey. Ganz im Ernst, gell? Was ist denn das hier für ein Theater? So, die können ja die Leiter klettern, ne? Haben wir gesagt. Na dann. Okay, das hat sich schon mal sehr gut angehört. Die können ja nicht von hinten kommen, oder? So, warte mal, Liebchen. Ein Moment bitte. Aha. Wir haben noch ein bisschen da. Okay, das ist sehr schön. Das schießt doch! Mein Gott, ey! Muss der noch nachladen? Das ist ja unglaublich. Nee! Die habe ich nicht gesehen. Ja. So, am besten beenden wir jetzt hier kurz mal die Folge. Warte. Aha. Ah, naja, von mir aus. Wir beenden kurz mal hier die Folge, ja, und dann, sobald das aufhört zu laden, starte ich dann nochmal, ja. Weil wir sind jetzt hier schon bei 23 Minuten. Genau. Das heißt, cool. Hat ja schon aufgehört zu laden. Das ist sehr schön. Okay. Und jetzt ist hier auch ruhig, ja. Fein. Und ich habe noch meine Munition, ja. Noch schöner. Okay. Dann wissen wir jetzt, was passiert, ne? Bis zur nächsten Folge. Bis dann.